Dieser Film erklärt, wie Sie mit Ihren Gesundheitsdaten die medizinische Forschung unterstützen können. Hannah ist in die Klinik gekommen, weil sie Herzprobleme hat. Ihr Herz wird untersucht und anschließend wird ein Bild von Hannahs Herz gemacht. Das ist Elias. Er ist schon länger krank und wird regelmäßig im Klinikum untersucht. Dabei wird ihm auch Blut abgenommen. Bei der Untersuchung von Hannahs Herz und Elias Blutprobe entstehen Daten. Diese Informationen sind auch für die medizinische Forschung wertvoll. Die Forscherinnen und Forscher erwarten, daraus mehr über Krankheiten zu lernen. Die Forschung soll Ärztinnen und Ärzten in Zukunft helfen, Krankheiten schneller zu erkennen, besser zu behandeln und vorzubeugen. Aber wie funktioniert das Forschen mit Daten eigentlich? Für die Forschung werden Behandlungsdaten in ganz Deutschland zusammengeführt. In dieser großen Datenmenge können Forscherinnen und Forscher Muster erkennen, die bisher noch nicht aufgefallen sind. Diese Muster erlauben genauere Rückschlüsse auf Krankheitsursachen und Behandlungsmöglichkeiten. Forscherinnen und Forscher dürfen diese Daten nur nutzen, wenn Elias und Hannah damit einverstanden sind. Deshalb werden Elias und Hannah gefragt, ob mit ihren Daten geforscht werden darf. Alle Daten, aus denen man erkennt, wer Elias und Hannah sind und wo sie wohnen, werden durch eine Zeichenkombination ersetzt. Das nennt man Pseudonymisierung. Somit wird verhindert, dass ihre Daten unerlaubt mit ihrer Person in Verbindung gebracht werden können. Die pseudonymisierten Daten werden an Forschungsinstitutionen, Universitäten oder forschende Unternehmen weitergegeben. Für diese gilt das europäische Datenschutzrecht, das Bürgerinnen und Bürger schützt. Bevor mit Hannas und Elias Daten geforscht werden darf, müssen ein Fachgremium und eine unabhängige Ethikkommission zustimmen. Elias und Hannah erhalten die Patienteninformation und die Einwilligungserklärung. Darin wird auch auf Risiken der Nutzung ihrer Daten verwiesen. Diese Formulare lesen Hannah und Elias aufmerksam durch, bevor sie sich entscheiden. Fragen dazu beantwortet ihnen speziell geschultes Krankenhauspersonal. Die Einwilligung ist freiwillig. Ob sie einwilligen oder nicht, hat keinen Einfluss auf ihre Behandlung. Nicht nur das Klinikum, sondern auch die Krankenkassen von Hannah und Elias haben Informationen, die helfen können, die Ursachen einer Krankheit besser zu verstehen. Hannah und Elias können zustimmen, dass auch diese Daten für die Forschung genutzt werden. Elias kann außerdem zustimmen, dass seine Blutprobe für die Forschung genutzt werden darf. Blut ist ein Biomaterial und kann vielfältig untersucht werden. Es können zum Beispiel Laborwerte gemessen, Krankheitserreger nachgewiesen und genetische Daten analysiert werden. Hannah und Elias können entscheiden, ob sie angesprochen werden möchten, wenn die Forscherinnen und Forscher zusätzliche Informationen benötigen. Oder wenn zum Beispiel mögliche Hinweise auf zusätzliche Krankheiten entdeckt werden. Nur das Krankenhauspersonal wird sie darüber informieren. Mit der Einwilligung von Hannah und Elias dürfen ihre Behandlungsdaten in den nächsten 5 Jahren für Forschungszwecke gesammelt werden. Nach 5 Jahren werden Elias und Hannah erneut um ihre Einwilligung gebeten. Die Daten von Hannah und Elias werden 30 Jahre gespeichert. In dieser Zeit können Forscherinnen und Forscher immer wieder neue Erkenntnisse gewinnen. Hannah und Elias können ihre Einwilligung jederzeit widerrufen. Ihre für neue Forschungsprojekte gespeicherten Daten werden dann gelöscht und zugehörige Bioproben vernichtet. Mit den Daten von Hannah und Elias kann die medizinische Forschung Krankheiten besser erkennen und neue Therapien entwickeln. Die Forscherinnen und Forscher hoffen, dass sie damit zukünftig vielen Patientinnen und Patienten deutschlandweit noch schneller und besser helfen können. Zum Ausfüllen der Einwilligungserklärung lesen Sie bitte sorgfältig die dazugehörige Patienteninformation. Bei Fragen hilft Ihnen das Klinikpersonal gerne weiter. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite www.vernetzenforschenheilen.de.